Ja, hallo, herzlich willkommen bei J5T, TV sage ich schon, J5 Airlines. Wir starten hier in Griechenland und werden Sie dann weiter Richtung Küste bewegen oder wir fliegen einfach mal einen Straßenzug durch. Danke, ciao. So, ja, da sind wir wieder und diesmal wahrscheinlich mit Jives Stimme. Also schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal. Oh oh. Sorry, ich hab mich ein bisschen überschätzt. Also ich glaube an den Masten kannst du hängen bleiben, Ja, definitiv. Ja, aber an dem Kabel glaube ich nicht. Durch das Kabel kannst du fliegen, meine ich. Schauen wir mal. Das ist glaube nicht der Weg, nee, das ist nicht der Weg, wo ich gestern geflogen bin. Ach so, den musst du da auch noch einprägen. Mist, ich wusste, da war was. Ja, es ist halt, wenn ich Freestyle rumfliege, plötzlich findest du eine Line und dann ziehst du die halt durch. Aber das ist definitiv nicht der Weg, da war mehr Wald. Verdammt. Ja, Fußballplatz. Ja, aber macht das mal mit dem Orca. Aber nicht so tief. Mit dem Orca schaffst du das nicht, der Orca ist so träge. Welcher ist das da, diese Transporthilfe? Wo ich die letzten Videos mitgemacht habe, der Weiße. Nicht der große, ja, so ein kleiner mittlerer Transporter. Ist schon größer als der, aber hier der Little Bird ist ja sehr, da kannst du ja recht schnell mit agieren auch. Und da, der reagiert ja auch sofort auf jede Reaktion, der fliegt ja auch sofort hoch. In First oder Third Person? Jetzt in der dritten Person. Das First Person muss ich zuerst wieder üben, weil ich habe eben kein Track IR, deshalb muss ich mit Maus und Tastatur fliegen, wenn ich First Person mache. Viel zu schnell. Voilà. Komisch hier, ich habe überhaupt keinen Marktplatz gesehen. Da links unten, oder? Ja, an dem Fußball, direkt neben dem Fußballplatz ist der. Eigentlich. Aber ich habe den jetzt nicht gesehen. Den Fußballplatz habe ich gesehen. Wahrscheinlich ist der nur für altes Live dran. Hier links müsste der sein. Links der große Fußballplatz. Nö, ist keiner. Thank you.
Bam. Mhm. Wo sind die Bräute? Weiß es nicht. Ja, meinst du, du findest noch zum Airfield? Nein. So gut kann ich die Karte leider noch nicht, oder die Insel. Weil du mir vielleicht einen Anhaltspunkt gibst. Ist auf jeden Fall links. Habe ich eine Karte? Ich habe ja eine Karte, das ist ja langweilig. Ah, sogar mit Map-Marker. Ach also nee, wobei, auf 90 Grad. Ja, ich könnte mir ja sowieso, ich könnte mich ja an der Küste orientieren, oder? Oder ist er nicht genau an der Küste? Ja, doch, ziemlich, stimmt. Über den Wolken wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, was ist denn das hier? Damm. Keine Ahnung. Auffangbecken, irgendein Auffangbecken. Das ist weiter rechts von der Richtung Airfield. Was meinst du, ist da eigentlich denn welche Landung in dem Kommentar? Mehrere Landungen hingelegt. Die allererste, wo du da so Vollgas, weil du bist so schnell gekommen und hast abgebremst, dann hast du dich voll hochgezogen, logischerweise. Und dann, ja, du bist wie so getrudelt, hat es für mich ausgesehen. Also ich habe mir einen Schranz gedacht. Ja, eigentlich versuche ich den immer abzubremsen, indem ich auf eine Kurve fliege. Das geht schneller. Mich zieht er den noch nicht so hoch. Also hier der Little Bird, den kannst du ja recht gut abbremsen, aber wenn du andere Helis abbremst, indem du den nur zurückziehst, dann steigt er auch extrem weit. Deswegen musst du dabei noch so eine Kurve fliegen, dann bremst er total schnell ab. Soll ich dir auch mal zeigen, wie man sonst noch schnell abbremsen kann? Mit lautem Getöse. Ja. Jetzt geradeaus und kommst Richtung Airfield. Anderen Heli, mal gucken, ob du mit dem anderen auch so gut klarkommst. Oder wir nehmen beide ein. Ich versuche dich dann zu verfolgen. Oder wenn wir beide einnehmen und ich dich verfolgen soll, dann glaube ich eher, dass ich dann auch den. Ui. Ups, ups. Und ich habe aber noch genau auf den Busch geschaut. Grid 1-3-3. 1-4-5. Standing by. Sind wir noch weit entfernt? 2,5 Kilometer. Ah ja, Peter. Sind wir auch noch ein bisschen gelaufen heute? Was haben wir denn alles dabei? Vorsicht, Granate! Kennst du den schon? Den? Ich bleib mal in deiner Nähe. Kann mir nichts passieren. Mit was fliegen wir? Die Auswahl habe ich halt da nicht so groß gesetzt. Nee, lass mal den, also wenn ich den hinterher fliege, fliege ich glaube ich auch lieber den Little Bird. Der ist, glaube ich,
einfacher zu fliegen. Ja, ich könnte da schon da so ein... Du müsstest dir da kommen. Der ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Kann man nur nicht einsteigen. Ah, doch. Achtung. Ach, kein Geballer, okay. Peter. Sag mal eine Richtung an. Nee, ich fliege jetzt einfach. Ja, wollte ich gerade sagen. Folge dir. Ja, dann fliegen wir einfach mal ein bisschen Freestyle. Finden dann schon plötzlich eine geile Route. Was? Fliegst du genau mir hinterher oder wie? Nee, nicht genau. Ich fliege ein bisschen weiter rechts. Aber ich bin über den Hügel da durch, quer durch diese Türme geflogen. Ja, man muss schon ein bisschen früher einlenken, ja. Ah, der ist, also dafür, dass es ein großer Heli ist, ist der auch schon recht, recht flexibel, aber... Kleine ist natürlich schon was. Nein. Das war knapp. Nein! One, sit rep. Nein, ich hab den Baum nicht gesehen, verdammt! Wo spawnst du? Komm, ich dich abholen. Man down. Da wo ich tot bin. Grid 0, 8, 2, da, wo 1, es brennt. Niner, 7, awaiting orders. Oh nein. 1, return to formation. Warte mal ganz kurz, mein Freund. Ich setze Rauchgranaten. Das braucht doch gar nicht mehr, aber gut, ich bin verkloppt. Weißer und grüner Rauch, meine Position. Von dir aus rechts gesehen, glaube ich. Ja, ich sehe auch das Kreuz. Aber Rauch sehe ich nicht. Sicher. Ach, ich ja, bin jetzt auch... Siehst du aber, also so weit wie ich weg war, hast du es sehr schlecht gesehen. Ich weiß gar nicht, warum das die Distanz so tief. Warte mal ganz kurz. Hoppa Laila, hoppa Laila. Ach ne, ich wollte da lang.
Weißt du, das Krasse ist, ich kann den Weg nicht mehr zurück eruieren, wo ich gestern geflogen bin. Weil ich bin am Anfang beim Airfield gestartet, ziemlich da, wo jetzt unsere Helis sind, bin dann da bei diesem Kraftwerk durch und habe dann einen langen Bogen Richtung Norden und in Richtung Westen gezogen. Dann plötzlich habe ich da so eine geile Straße gefunden und bin einfach die Straße entlang. Ah! Also die Kabel haben jetzt gerade die Engine lahmgelegt. Ja. Ich habe aber gedacht, dass die Kabel. Eigentlich Grid kannst du da durchfliegen, aber wahrscheinlich kommt es auch auf die Kabel an. Grid 1, 0, 2, 1.